Meine liebsten Clans sind die, die für etwas stehen. Die Kameraden, so. Die in die Schlacht ziehen. Das sind die Clans. Was soll ich jetzt machen hier? Der gefrorene Gott Zwischensequenz. Enthüllt die verlorenen Geheimnisse des. Okay. Dann gibst du jetzt wohl den Ton an. Wie hast du es nur geschafft, mich zu überreden? Die rote Schlacht. Unsere Mission. Starten. Funke. Da. Gut, dann legen wir mal los. Wie immer sagen. Schade, normalerweise kann man mit dem noch ein bisschen fliegen, oder? Die Ladezeit war zu schnell. Oder ich habe die Tasten vercheckt, kann auch sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Sicher, dass du das machen willst? Klar. Das Bruchstück ist der Grund, warum der Ort Todeszone heißt. Uns bleibt keine Wahl. Es ist ein Zeichen. Ja, ein Zeichen, das Todeszone heißt. Ja, aber es ist uns egal. Wir wollen unsere Macht wieder erlangen und den Planeten befreien. Von der bösen Rotlegion. Wieder ein Stieg eingeschränkt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir uns schon Waffen hätten kaufen brauchen, weil wir kriegen die auch eigentlich schon gut. Ich war schon unterwegs. Weißt du, hübsch ist es. Ich meine, nichts ist so einladend wie ein dunkler, gruseliger Wald. Aber Nichthüter sollen die Stadt doch nicht verlassen. Das Ding mit den Regeln der Stadt ist, dass sie nicht mehr gelten, wenn man die Stadt verlässt. Da ist ein kleiner Spalt in der Wand. Schwer zu sehen, aber da ist was. Niemand geht da näher ran. Zumindest niemand, der zurückkommen will. Ah, ist hier ein Schalldämpfer, ne? Sehr gut. Gut, wäre fast in die Hose gegangen. So. Dann zeig mir mal, wohin ich muss. Sag Bescheid, wenn du auf der anderen Seite bist. Orphan, kannst du uns hören? Die Leitung ist tot. Puh, Grusel, Grusel. Hast du was gehört? Schlimmer noch gesehen. Oh Gott. Wir werden angegriffen. Next. Okay, ich muss zugeben, die waren ein bisschen einfach jetzt, weil die ganz schön dämlich waren. Aber hey, Plünderer aus einer anderen Welt. Sie verehren Maschinen. Ja, hätte ich doch voll den guten Deal gemacht hier mit meinem Cube hier. Quarantäne Sektor 236. Irgendwas zum Looten oder so? Nö. Gut. Weiter. Ah, da. Da, Paria. Was kannst du denn so? Da. Ein Automatikgewehr. Sehr schön. Sehr schön. Nehmen wir mal direkt mit. Bruchstück des Reisenden. Das ist es. Genau wie in unserer Vision. Da müssen wir hin. Bin ich ja mal gespannt, wie einfach das wird, dahin zu kommen. Erstmal mit schallgedämpfter Waffe durch die Gegend rennen. Ich weiß nicht, ob das hier großen Unterschied macht, aber. Ist vielleicht besser.
So, die Nahkämpfer halt ein bisschen mehr aus. Oh Gott. Okay. Was bist du denn? Etüde, eine Energiewaffe, eine neue. Weil wir hätten uns keine neue Waffe kaufen brauchen. Da, guck, die ist jetzt schon besser. So ein Kack. Oh! Oh, Flüchtlingspanzer haben wir bekommen. Das auch noch. Ja, guck an, guck an. Es macht doch immer Sinn, hier Waffen dabei zu haben von verschiedenen Schadensstufen. Okay, die ist nice. Aha. Sollen wir die andere Waffe ausprobieren? Okay, die ist auch sehr geil. Bei manchen ist es ein Two-Shot-Kill. Ich habe eine neue. Halt mal auf hier. Habe ich dir gerade den Auftritt versaut? Da tut mir aber ganz schön leid. Ich habe eine neue Schulterplatte bekommen. Die auch deutlich besser ist. So. Oh, ich bin immer Level 1 von 20. Krass. So. Wo bist du? Wir probieren erstmal unsere Shotgun aus hier. Bam. Bam. Und die Faust, jawohl. Sehr schön. Weil mir gefällt unsere... So, jetzt bekommen wir unsere Energie hier wieder. Sind die besser? Ja, tatsächlich. Ha! Begib dich zum Bruchstück. Ach ja, ich wollte gerade eine Granate schmeißen. Das ist mir aufgefallen, ich habe ja doch gar keine. Scheiße. So. Munition sparen. Faust. Oh lol, wer bist du denn? Oh je. Wer bist du denn? Da ist er wieder. Fuck, stirb! Das fand ich am Warlock auch so geil. Der hat sich irgendwann durch Mini-Angriffe Leben wiedergeholt. Fuck you. Alter Vater, alles klar. Da habe ich das vercheckt mit dem Eumel. Den habe ich übersehen. Das war kacke. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt. Ich werde meine Shotgun rausholen müssen. Ha! Da! Und schon kann er plötzlich nichts mehr. Tada! Komm, hau ab, ich renne nicht hinterher.
So haben wir hier aber nicht gewettet. Wir haben sie wohl verscheucht. Würde ich auch mal sagen. Bring mich zum Bruchstück. Nein, ey! Ich wollte doch noch gar nicht. Kacke. Deshalb wurden wir hergeführt. Ich war nicht mehr so nah am Licht des reißenden Zeit. Spürst du es? Halt deinen Helm gut fest. Spürst du es? Das Licht ist zurück. Wir sind zurück. Ja. Augen auf, Hüter. Voll geil. Da sind wir wieder. Und haben Zeug. Okay, die ist genauso gut. So, Sentinel, da, neue Fähigkeit. Magnetgranate, eine Granate, die sich an Gegner haftet und zweimal explodiert. Cool. Leere Wallgranate, eine Granate, die eine horizontale Mauer aus brennendem leeren Licht erzeugt. Okay. Verlösungsgranate, eine explosive Granate, die Feinde kurzzeitig daran hindert, Fähigkeit einzusetzen. Cool. Fett. Alles klar. Alles klärchen, Bärchen. Ja, Waffen sind so ein bisschen bescheiden. Aha. Ein Granatwerfer, jawohl. So, weiter geht's. Das sagt uns gar nichts. Wir haben das und das. Okay, gut. Halt deinen Helm gut fest. So, eine mehrmalige Impact-Granate. Zack, schluck dies, du Kleppergerüst. Wo ist er? Pam. So, den weg. Alle weg. Zack. Den kann man einmal als Schild benutzen und einmal als Angriff. Sehr cool. Ein paar coole Fähigkeiten, der Kollege hier. Wo muss ich denn jetzt hin, sag mal? Ach, da hinten.
Ha! Vernichtet! Keine Chance hat er gehabt. Der Sausack. So. Das war's. Sehr schön. Sehr schön, Freunde. Cool. Die Fähigkeit gefällt mir auch. Aber ich finde die Blitzdinger noch einen Tacken besser, weil die mehr auf mehrere Gegner geht. Also weil die auf Crowd Control mehr so aus ist. So. Da sind sie alle. Tatsächlich. So, was haben wir denn hier? Schönes. Was? Du dachtest, das Everversum schließt wegen dem bisschen Apokalypse? Nö. Wir haben die Wahl. Aufgeben oder sich aufrappeln, den Staub abklopfen und sich Feinden stellen. Mit Style. Selbst wenn's richtig mies ist, wenn du gut aussiehst, fühlst du dich gut. Und der Ort hier könnte etwas Glamour vertragen. So, was kann das Everversum dir heute bieten? Ja, also annehmen erstmal. Prototyp-Engramm, was bist du? Deckungspaket. Enthältlich für begrenzte Zeit für Hüter, die ihre Augen auf den Stern gerichtet haben. Okay. Schaffnertaster, Eindringling. Es gibt ein neues Schiff. Cool. Ja, krass. Matrix-Aktivierung. Okay, aktiviere die Prisma-Matrix. Zufälligen Aktivierungsprämie, die du bisher noch nicht bekommen hast, aus der Liste unten zu erhalten. Okay, cool. Home Run. Ah, okay. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ungeduld, Applaus. Ja gut, alles klar. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast. Kein Ding. Was ist jetzt mit dir hier? Die Träume sind anders. Und ich weiß nun warum. Danke. Ja, du hast nicht mehr viel Sinnvolles zu erzählen. Aber ich habe mich schon gewundert, als ob das keiner mehr spielt hier. Das ist ja Bullshit. So, was bist du hier für einer? Schmelztiegelkontakt. Du bist es. Du und ich waren zusammen, als der Turm in Flammen stand. Stimmt. Und nun bist du hier. Dein Licht brennt uns einen Pfad, der dir viele Schlachten bringen wird. Schlachten, die nur du gewinnen kannst. Der Schmelztiegel von Lord Shax wird dich vorbereiten. Sollte dir in meiner Arena ein Titan den Weg versperren, zermalme ihn. Wenn ein Jäger dich konfrontiert, zerbrich ihre Klinge. Falls ein Warlock spricht, soll er an seinen Worten verschlucken. Es gibt nur einen Weg zum Sieg, Hüter. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. In der Tat, aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Schau bei mir vorbei, wenn du dein Licht nach Hause bringst, Titan.